Wir haben es also geschafft. Unglaublich, findet ihr nicht? Es war fast unmöglich, dass einer von uns den Erzdämon tatsächlich erreicht. Aber ihr habt es geschafft. Und ich habe nie daran gezweifelt. Tja, ich schätze, Morrigan hat die Wahrheit gesagt. Über das Ritual. Die übrigen grauen Wächter aus Orlais sind noch nicht hier, aber sie haben gewiss Fragen. Was soll ich ihnen sagen? Dass ein Malefica euch rettet und sich dann mit meinem Dämonenbalg aus dem Staub macht? Das hat doch was, findet ihr nicht? Nein, ich denke, das behalte ich für mich. Ich werde mit den Schultern zucken und dumm dreinblicken. Das kann ich. Apropos Morrigan. Wisst ihr, wo sie ist? Sie soll ja gleich nach der Schlacht verschwunden sein, ohne sich zu verabschieden. Ich frage mich nur, welchen Preis wir eines Tages für das Ritual bezahlen. Jedenfalls freue ich mich auf die Ankunft der übrigen grauen Wächter. Wir müssen einiges wieder aufbauen, nicht wahr? Und falls ich nicht mehr dazu kommen sollte, danke für alles. Ihr verlasst uns doch, nicht ich. Wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Aber ich denke, hier trennen sich unsere Wege. Zumindest vorläufig. Geht jetzt zu euren Bewunderern. Die Leute wollen ihren Helden feiern. Und wer bin ich schon, sie davon abzuhalten? Unglaublich, dass ihr überlebt habt. Das übersteigt alle meine Erwartungen. Gern geschehen. Ich möchte betonen, dass meine Erwartungen nur schwer zu übertreffen sind. Dankenswerterweise scheint ihr die Ausnahme eurer Art zu sein. Andernfalls müsste ich meine Meinung zur Gänze ändern. Aber es wird Zeit, dass ich meinen eigenen Weg finde. Eure Queste ist beendet, also seid ihr nicht mehr von Interesse für mich. Reisen. Nach Norden, denke ich. Oder nach Osten. Dort gibt es einen Ozean. Vielleicht tauche ich in ihn ein. Ich weiß es nicht. Vielleicht treffen wir uns dereinst wieder. Oder auch nicht. Ich wünsche euch in jedem Fall alles Gute. Erst wirst du ein grauer Wächter und jetzt eine Heldin? Nicht schlecht für jemanden aus der Stadt des Staubs, hm? Ich bin seine Konkubine. Aber das ist nicht das Schlechteste. Das kannst du mir glauben. Mutter hat der Sauferei abgeschworen, als sie hörte, was du getan hast. Seitdem ist sie nüchtern und krank wie eine Fellkatze im Wasser. Weißt du was? Die Versammlung hat mich geschickt. Ganz offiziell, als Botschafterin. Unglaublich, was? Mich? Wir leben wirklich in wundersamen Zeiten. Ich soll dir ausrichten, dass du jederzeit nach Orsama zurückkehren kannst. Sie haben dir die Bürgerrechte verliehen. Du gehörst jetzt zur Kriegerkaste. Das dachte ich mir. Aber es ist deine Entscheidung. Ich bin nur die Botin. Angeblich überlegen sie, dich zum Paragon zu erheben. Mit Statue und allem drum und dran. Nicht übel, Schwester. Nicht übel. Na, ich wende mich jetzt wieder diesem Menschenwein zu. Vielleicht vergesse ich dann den riesigen Himmel da oben. Wie sie hier leben können, werde ich wohl nie verstehen. Da sind wir also. Die strahlende Heldin hat die Schlacht gewonnen und tritt von der Bühne ab. Ein vortreffliches Ende. Nicht? Ich habe aber das Gefühl, als würde jeder seines Weges ziehen. Ich muss ständig an meine Vision denken. Der Erbauer hat mich geschickt, um euch zu helfen. Und seht, was ihr getan habt. Das ist ein Wunder. Ja, wirklich. Die Kirche hat mich gebeten, zur Urne der heiligen Asche zurückzukehren. Ich muss dafür sorgen, dass sie bewacht wird. Vielleicht kommen dann sogar wieder Pilger zu ihr. Oh nein, ihr habt gewiss Wichtigeres zu tun, will ich meinen.
Das wird meine eigene Aventur. Oh, ich freue mich ja so. Jedenfalls solltet ihr euch jetzt wieder der Feier zuwenden. Wir können später weiterreden. Ich bin froh, wenn dieser ganze Trubel vorbei ist. Solche Anlässe sind schließlich vortreffliche Gelegenheiten für Meuchelmörder. Würde mich nicht wundern, wenn plötzlich die Krähen auftauchen. Das wäre eine willkommene Abwechslung. Seht ihr, deshalb mag ich euch. Ihr seid immer für einen Scherz zu haben. Wisst ihr, ich denke, wenn ich an einem Ort bleibe, finden mich die Krähen umso schneller. So lustig das wäre, es könnte auch kompliziert werden. Ihr habt vorhin erwähnt, dass ihr in Kürze aufbrechen wollt. Ist das wahr? Natürlich, mit gefangen, mit gehangen, was? Das ist bitter, ich weiß. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Tja dann, nachdem ich hier bleibe, können wir uns ja später noch ausgiebig unterhalten, oder? Nur zu, lasst euch feiern. Ich sehe mir das Spektakel an. Keine Sorge, ich behalte euch im Auge und sorge dafür, dass niemand ein freies Schussfeld hat. Es sei denn, er bietet mir sehr viel Geld dafür. Heldin von Ferelden, meiner Seele, wie fühlt sich das an? Das war, glaube ich, Anoras Idee. Das Mädchen kommt gern zum Punkt. Aber so übel ist das gar nicht, oder? Die Verderbnis war vorbei, bevor sie richtig begonnen hatte. Wer könnte mehr verlangen? Das tun wohl die wenigsten Helden. Ich bin froh, dass die ganze Aufmerksamkeit nicht mir gilt. Sollen sich die Jungen im Ruhm sonnen, sage ich immer. Was nicht heißt, dass niemand von mir Notiz nimmt. Irving hat mir den Posten des ersten Verzauberers angeboten, aber ich will nicht zurück. Nicht nach allem, was war. Nein, ich habe beschlossen, einen Posten hier bei Hofe anzutreten. Es ist lange her, dass ein Magier den Thron beraten hat. Danke für das Angebot. Aber ich kann nicht. Ich will die Zeit, die mir noch bleibt, sinnvoll nutzen. Falls wir uns nicht wiedersehen, lebt wohl, Wächter. Und vielen Dank. Menschen haben einen besseren Geschmack, als ich dachte. Das Bier hier ist... gut. Dagegen schmeckt das Bier in Osama wie Dreck. Vermutlich, weil es aus Dreck gebraut wird. Unglaublich. Nach allem, was wir erlebt haben, ich denke, das steht mir zu. Und euch auch. Ich nehme an, ihr werdet uns verlassen, ne? Verlasst ihr die Stadt? Ich glaube, ich bleibe auch hier, wenigstens für eine Weile. Langsam gewöhne ich mich an den Himmel hier. Vielleicht fange ich sogar wieder was mit Felsi an. Mal sehen, was sich daraus entwickelt. Darauf trinke ich. Ach, genug geschwätzt. Dieser dickbäuchige Hurensohn Tegan hat behauptet, ich könnte kein ganzes Fass Gurkensaft austrinken. Aber dem werde ich's zeigen. Wer, ich? War schön, mit euch zu reisen, Wächter. Immer schön auf dem Weg bleiben, ja? Es tut gut, euch wiederzusehen, Kadaan. Diese Leute, sie bezeichnen euch als Heldin. Ein seltsames Wort, aber ich denke, ich verstehe seine Bedeutung. Der Arishok hat einmal einen Kunari zum Kunoran Vel ernannt. Das ist jemand, der mit gutem Beispiel vorangeht. Solche Beispiele machen allerdings immer erst nach ihrem Tod die Runde. Einem Tod im Dienste der Kuhn. Ein lebender Kunoran Vel
wäre einfach zu stolz. Wenn ein Kunoran Vel ausgerufen wird, natürlich. Das ist einer der wenigen Anlässe, bei denen den Kunari erlaubt ist, zu feiern. Es gibt jede Menge Schnaps, öffentliche Gesänge, hemmungslose Meditationen. Der reine Wahnsinn. Er ist interessant. Es kann Tage dauern, bis der Ben Asrat die Ordnung wiederhergestellt hat. Manchmal gibt es sogar Hinrichtungen. Ich schätze, ich sollte es euch sagen. Ich werde zu meinem Volk zurückkehren. Ihr seid am Ende eures Abenteuers. Es gibt keinen Grund, bei euch zu bleiben. Wollt ihr das wirklich? Zu viel hält euch hier und die Reise ist lang. Alles ist möglich. Ich werde zurückkehren, wenn ich kann. Ihr habt mein Schwert gefunden und mir ermöglicht, meine Ehre wiederherzustellen. Ich stehe tief in eurer Schuld. Das war es, dass einer der Baz, ein Fremdling, eines Tages mein Kadan wird. Undenkbar. Und doch ist es geschehen. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Möget ihr bis dahin stets den Weg finden, den ihr sucht. Lebt wohl, Kadan.